Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der Merlo 2. Ja, wir sind mit unserem Oldtimer unterwegs in Folge 58 und ich bin wieder mittendrin hier in der Ballenpressaktion Stroh. Aber wir haben letztes Mal angefangen, hier Häufchenbildung zu machen, wenn es in den Bereich geht, dass ich dementsprechend keine Ballen auf der Seite rauswerfen will. Das ist immer die einfachste Methode. Da kann man sich das Wechseln sparen, also das Bahnwechseln sparen. So könnte man natürlich auch grundsätzlich immer auf der einen Seite, dass das nicht über das ganze Feld läuft, die Sachen machen. Aber wie ihr seht, ne, bei der Bahn jetzt hier sammelt er den Spaß an und bei der Bahn, die wir zurückmachen, wird er die ersten abwerfen und das passt dann dementsprechend schon. So, hier geht es einmal hoch. So, an ist sie ja noch, wir müssen sie ja nur senken, ne? Und schon geht's. Jetzt fängt er hier wieder an, die Ballen abzuwerfen. Und gleich hier am Ende werden wir einmal ihm sagen, er soll sie einmal entladen. Ja, der Grubber ist hinten schon gut am Arbeiten, wie wir sehen. Die 3 Meter Arbeitsbreite hilft natürlich, ne? Klar. So, mit Z wird dann wieder entladen und dann machen wir auf der Seite wieder mehr ein Häufchen draus. So. Ich weiß nicht, ob wir so auch auf der anderen Seite hinkommen. Es kann natürlich sein, dass wir die Ballen einfach eine Runde voll machen und mal dann ein Stück wieder zur Seite fahren oder drehen kurz, um die Ballen an einer bestimmten Stelle abzuwerfen. Wir müssen mal gucken, wie es hinkommt bei der nächsten. Die hier werden ja erstmal kürzer, wie ihr seht. Ne? Werden, ne? Sieht man auch noch ein Ballenspiel sozusagen. So, aufnehmen das Ganze. Oh, und? Geht alles. Und hier gehen die Ballen wieder raus. So soll es sein. Hier noch, genau. So. Aus und raus. Und dann haben wir wieder unser Häufchen. Ziemlich flotte Drehung hier jetzt. So. Und wir sind wieder am Start. So schnell geht's. Da sieht man sie kommen, genau. Ist natürlich ein bisschen was anderes, als wenn wir jetzt normale, das heißt normale, das sind auch normale Ballen, aber wenn wir jetzt die anderen Ballen hätten sozusagen, weil bei den anderen Ballen sind wir bei 4000 Liter normalerweise. Ja, und hier ist es halt so, ist es natürlich so, dass es nur 500 Liter pro Ballen sind. Das heißt, wir sind dabei, 8-mal so viele Ballen zu machen, wie wir sonst machen. Das ist natürlich schon ein bisschen was, ne?
So. Ein paar einzelne Ballen wurden hier noch geworfen. Also auch noch ein. Jetzt fahre ich hier mal rüber. Und erweitere das Häufchen hier, da gehen wir daneben. Einmal hier rum und dann machen wir uns auf den Weg zur Bahn hier. So, Leute. Das läuft. Das Taktrecht sozusagen diese Bahn hier gleich mitnehmen. Und auf der nächsten Bahn, die wir dann machen hier. Dieser Seite ist Wenden nicht so der Traum. Okay, aber ich bin Mulde oder sowas. So, hier kann ich mal gegen ruhigen Ballen rauswerfen. Ich fahre jetzt auch ein Stückchen wieder zurück extra, um den Rest rauszuwerfen hier. So. Jo, da gab es mal gleich einen ganzen Schwung, würde ich sagen. Ich habe die Vermutung, dass wir Also ich werde jetzt hier Ballen aufnehmen und gleich mal dann eine Wendung drin machen, sozusagen, dass es halt, dass die Ballen da ausgeworfen werden, wo jetzt die Schwarte dementsprechend auch war. Bei der nächsten Bahn ist es dann ja egal. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt gerade mache, aber nichts überdenken. Ja, ich wollte das ja ausschalten. So, ich habe jetzt erstmal einen Haufen Ballen hingeschmissen. So, dass die bei der nächsten Fahrt nicht im Weg sind. Ne? So, aber wir werden jetzt mal gucken, wie weit der Kollege ist. Hier müssen wir erstmal Düngen, da, nee, gar nicht, hier müssen wir erstmal Ballen aufnehmen, ich würde es bald, so sieht's aus. Er ist fast durch, das ist schon mal nicht schlecht. Da müssen wir natürlich darauf achten, dass er auch die Ecke noch mitnimmt. Und hier haben wir gleich die Hütte voller Ballen, würde ich sagen.
So, hatte ich das hier ausgeschaltet? Nein, hatte ich nicht. Er sieht auch die Ballen als geladen an. Das ist schon mal sehr viel wert. Ich glaube, hier bin ich jetzt natürlich jetzt so weit auseinander mit den Bahnen, die ich gefahren habe, dass man nicht so wirklich mehr eine Chance hat, die Einzelballen aufzunehmen. So. Ah, da habe ich einen liegen gelassen. Sehr schön. Dann werden wir nochmal eine kleine Drehung machen. Von der Seite hinten können wir auch am besten noch rausfahren. Deswegen werde ich jetzt erstmal hier die Häufchen aufnehmen sozusagen. So, und jetzt haben wir es. So sieht das Ganze aus. Ich glaube, ich werde es am einfachsten auf dem grünen Streifen hier lang fahren. Genau. Weil ich werde sie hier links irgendwo mit auf dem Wiesenstück in einem kleinen Knick da hinstellen. Ja, das ist so ein ordentlicher Stapel geworden. Das kann ich anders sagen. Und bei der Größe des anderen Feldes würde ich sagen, dass wir wahrscheinlich noch so einen hinkriegen. So, jetzt können wir gleich hier drauf fahren. Wir haben ja von dem jetzigen Feld noch nicht mal alle Ballen runter. Ne? So, dann hat einer die Arbeit beendet. Das ist natürlich noch wieder eine andere Geschichte. Wir wollen erstmal gucken, wo will er denn abladen. Da wollen wir nicht, dass er ablädt. Da wollen wir, dass er ablädt. Ah, und der Kappe. Oh, er hält sich gerade. Ah, wir müssen wissen, welche wir als erstes nehmen müssen. So, damit wir aber jetzt hier fix vorankommen, gucke ich mir natürlich jetzt erst den Grubber an und wie er steht und wo er steht. Aha, da sagt er, es ist nichts mehr da. Ein Meter bevor es weitergeht. Das ist schon beeindruckend manchmal, was man sagt. So. Helfer an. Jetzt merkt er, dass da wieder was ist. Hervorragend. Läuft. Den können wir jetzt wieder zurückfahren. Und da sind unsere ersten Ballen. Das heißt, er ist hier noch nicht ganz fertig. Deswegen gehe ich erstmal hin und mache die restlichen Ballen. Dass der Grubber den Spaß fertig macht, weil ich weiß nicht genau, wie schnell die Sämaschine ist. Das müssen wir uns gleich mal angucken, wenn wir den dann ansetzen. Ne? Ich habe ihn noch nicht im Einsatz gesehen. Aber bei der Arbeitsbreite sollte das ja relativ zügig gehen. Ne? So, mit U machen wir wieder den Arbeitsmodus an. Hinten haben wir nichts übersehen. So, und damit nichts im Weg ist, werde ich einfach mal den direkt machen hier vorne. Wir das Häufchen hier mal gleich mit aufnehmen. So, jetzt können wir ihn hier abstellen. Und jetzt geht's
Ja, das bestimmt. Da der Kollege da immer noch nicht durch ist, machen wir mal eine Runde mit dem Düngen weiter, ne? Ich hege die Vermutung, dass wir hier mit einem Vorgewende für den Roboter noch anfangen müssen. Düngen kann sein, dass ich da gleich auch einmal quer vor lang fahre. Dass das dann läuft, ne? Kriegen wir schon hin. So, da hat einer die Arbeit beendet. Das passt ja genau. Weil wir sind auch so langsam in dem Bereich, dass wir die Arbeit beenden. Das liegt ja einfach daran, dass die Folge gleich zu Ende ist. Genau, ich werde jetzt hier noch einmal das meine Wendevereinfachung fahren sozusagen. Und dann, ja, sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich sehr über ein Teilen freuen und ein Abo wäre spitzenmäßig. Dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal.